Lisa. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gern. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das? Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es wird mir äußerst anregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet um Edwin. Der gehört zu Milner. Ich kann nicht noch einen Bus verlieren. Malcolm Milner, Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Paxin muss noch zum Attaway-Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Paxin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Ich weiß nicht, was aus dem Fahrer wurde. Ich habe ihn Milner übergeben. Das ist jetzt schon eine Woche her. Jacob.
Die Lunte ist gelegt. Vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Ich komm dir gleich. In diesem Bezirk kämpfen. Geben wir ihnen, was sie wollen. Miss Plum steht nicht mehr an der Spitze der Blighters von Southwark und diese müssen ohne Anführer in den Kampf. Es sieht gut aus für die Rooks. Dieser Borough gehört nun uns! Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Sehen Sie sich doch einmal an, was ich heute... Wenn Sie zufrieden sind, bin ich es auch.
Sie so über? Was ist denn los? Ich kann nicht. Ich prügel die Scheiße auf dir aus. Keine Zurückhaltung. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Der Captain sucht sich schon eine ganze Weile, why not? Das war's für den! Let's get on, sir! Zum Teufel ist da los? Kleine Planänderung. Lass uns hier draußen los. Fry? Das nochmal. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich
glaube, Sie meinten, vielen Dank, Frau Knastbruder. Ich arbeite strikt nach dem Grundsatz, dass andere in meiner Schuld stehen und nicht andersherum. Ich hasse es, mich revanchieren zu müssen. Ich könnte Sie auch hier lassen, damit die Mori Sie abholen. Nein, es ist zu spät. Bringen Sie uns hier weg. Richtig, Männchen. Also, was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Geben Sie Gas, Fry! Was denn? Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken?
Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz. Alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Rachel war gestern Abend mit der Gang einen trinken. Es gab Stress mit Templern und sie töteten einen. Aber Nigel war zu betrunken, um zu fliehen. Jetzt wollen die Constables ihm den Mord anhängen.
Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich hab nichts getan. So wahr mir Gott helfe. Miss Evie, wir haben so viel getrunken und jetzt sagen die, ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und hab mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's Maul! Der Chief Inspector wird gleich kommen. Da ist ein Eindringling! Alarm! Etwas gesehen. Wo in aller Welt ist es jetzt? Eindringling! Schnappt sie! Schrei und es wäre dein letzter. What have you got yourself into? Thank you.
Haltet die Passanten fern von dem Blut! Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also, Sergeant? Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche. Wir können nichts finden, Inspektor. Sie haben's wieder versaut, Sergeant.